Die gewaltigen hormonellen Unterschiede zwischen Mann und Frau, die sind nicht nur in hohem Maße lange vor der Geburt etabliert, sie haben auch weitreichende Auswirkungen auf Beziehungen und Datingverhalten. Wusstest du beispielsweise, dass Männer allein am Gang einer Frau erkennen können, ob diese in ihrer fruchtbaren Phase ist? Man hat hier Studien durchgeführt, dass Männer Frauen kurz vor und während der Ovulation mehr Attraktivität zumaßen, ohne dass diese den Zustand wissen konnten. Frauen watscheln dann wohl etwas mehr und ja, sie bringen mehr Hüftschwung rein, ein Effekt, der ja auch durch Absatzschuhe erwirkt bzw. imitiert wird. Eine weitere Imitation bringt übrigens der rote Lippenstift hervor. Und was der imitiert, das dürfte jedem klar sein. Interessant ist auch, dass kaum einem die hormonelle Grundlage dieses Verhaltens bewusst ist. So mächtig sind unsere Hormone und so mächtig ist unsere genetische Veranlagung. Bevor ich gleich noch ein paar weitere Fakten aufdecke, verweise ich dich auf das mit Abstand beste Online-Programm über die weiblichen Höhepunkte. Hier bekommst du einen sehr detaillierten Videokurs, der dir haargenau zeigt, was sich Frauen beim Liebesspiel wünschen und ganz besonders, welche erstaunlichen Vorlieben sie haben. Ich bekomme quasi ausschließlich positive Rückmeldungen von Nutzern und ja, wenn du für sie zum besten Liebhaber werden willst, den sie je hatte, dann guck dir das gerne mal an. Der Link ist unten in der Beschreibung. Hier sind jetzt noch ein paar Beispiele mehr, welchen Einfluss Hormone auf unsere Anziehung haben. Nummer 1. Symmetrische Gesichter sind attraktiver. Und das gilt für beide Geschlechter. Ein Mann mit einem symmetrischen Gesicht vollzieht 4 Jahre früher den Beischlaf und er hat im Durchschnitt mehr davon als Männer mit asymmetrischen Gesichtern. Frauen erleben sogar mehr Höhepunkte bei Männern mit symmetrischen Gesichtern. Ich denke, dieser Punkt dürfte nachvollziehbar sein und Symmetrie kannst du als Mann ja auch wunderbar mit Hilfe von Kleidung erwirken. Gerade mit Sakko und Anzug geht das wunderbar. Nächster Punkt. Männer mit geringen Cortisolwerten wirken attraktiver auf Frauen. Das Hormon Cortisol ist als das sogenannte Stresshormon bekannt und wenn zu viel davon ausgeschüttet wird, bewirkt das Ängste, Konzentrationsschwäche und ganz besonders Nervosität. Das Thema Stress, das ist ja ein richtig großes und Männer und Frauen reagieren auch völlig unterschiedlich drauf. Kurz gesagt, Männer sind eher gechillt unterwegs und Frauen gerne mal im Stress ohne ersichtlichen Grund. Männer sind erwiesenermaßen stressresistenter, also belastbarer und emotional ausgeglichener, was rationalere Entscheidungen bewirken und dadurch ein sicheres Heranwachsen von Nachkommen suggerieren könnte. In einer Studie ließ man 40 weibliche Studenten die Fotos von 40 männlichen begutachten und das Resultat war eindeutig. Männer mit niedrigen Cortisolwerten, die wurden signifikant attraktiver eingestuft als Männer mit hohen Cortisolwerten. Dass emotionale Selbstkontrolle sehr attraktiv für Frauen ist, das habe ich schon öfters erwähnt und auch, dass die Abwesenheit dieser mit zu niedrigen Testosteronwerten korreliert. Was kontraintuitiv sein mag, ist aber empirisch belegt. Nächstes Beispiel. Physische Aspekte eines Mannes sind Frauen für kurzfristige Anziehung wichtiger, während die metaphysischen, also Status und Persönlichkeit, bei der langfristigen Anziehung die Oberhand gewinnen. Heißt mit anderen Worten, der fitte und testosterongeladene 1,90 Macho, der ist bevorzugtes Kopulationsmaterial, wobei er nicht zwingend wohlhabend sein muss und der Statusmann mit sozialem Einfluss, der muss nicht blendend aussehen, um Beziehungsmaterial zu sein. In meinem Buch Alpha Ungezähmt nehme ich das alles ganz genau auseinander. Und noch ein Beispiel, Männer sind in der Lage, fruchtbare Frauen zu erriechen. Und der Beweis dafür liegt in ihren, also in den männlichen Testosteronwerten. In einer Studie ließ man Männer die unparfümierten T-Shirts von Frauen beschnuppern, die zuvor 3 Tage lang in einer Plastiktüte im Gefrierfach lagen. Also die Shirts lagen da drin. Das Ergebnis war wieder eindeutig, Männer empfanden jene Shirts überproportional am angenehmsten, deren Trägerinnen sich im Eisprung befanden.
Aber nicht nur das, sondern stiegen auch die Testosteronwerte der Männer beim Riechen an den Shirts signifikant an. Funktioniert das auch andersherum? Absolut. Denselben Geruchstest ließ man auch Frauen durchführen. Und der einzige Unterschied hier war, dass Frauen nur dann die Shirts der testosterongeladenen Männer bevorzugten, wenn sie sich selbst in ihrer fruchtbaren Phase befanden. Erzähl es mir gern, wenn dir was einfällt. Guck dir gern das brillante 8WO-Programm an und wirf auch unbedingt einen Blick auf meine anderen relevanten Videos.